Die typischen Untersuchungen bei Schwindeln. Hallo und herzlich willkommen bei Kieferwissen. Ich bin Stefanie, deine Physio und heute Schwindelexpertin. Und ich möchte einfach mal vorstellen, welche Untersuchungen denn so ein Arzt macht und auch ein Physiotherapeut, wenn du kommst und das sagst, du hast Schwindel. Erstmal egal, was du für Schwindel hast, irgendwie muss er es ja rausfinden, was es ist und dann wird irgendwo mal anfangen. Als erstes ist natürlich die Frage, zu welchem Arzt du gehst, da sind wir uns mal ganz einig, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du zu einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt gegangen bist, weil da sollte man hingehen, wenn man dieses Phänomen hat. Ein Allgemeinmediziner wird schon vielleicht mit dem einen oder anderen Test noch kennen und wird ihn auch ausführen, er wird dich am Ende doch weiterschicken und wird sagen, sie gehören zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. Weil nur der hat dann auch die speziellen Untersuchungen und die Instrumente, um das halt mal sich anzuschauen. Und das ist auch gut so. Also, was wird er machen? Er wird dich natürlich erstmal fragen, was ist deine Krankheitsgeschichte? Wann kommt der Schwindel? Bei was hast du es? Wann hast du es nicht? Wann ist es aufgetreten? Unter welchen Umständen hast du es? Musst du liegen? Musst du sitzen? Musst du stehen? Wann kommt es denn? Also erstmal ist da entscheidend deine Krankheitsgeschichte. Denn dann kann er sich daraus schon eine gewisse Idee formen und macht die richtigen Untersuchungen. Dann wird er erstmal orientierend deinen Gleichgewichtssinn überprüfen. Da gibt es zum Beispiel diese orientierenden Prüfungen wie Zeigefinger an die Nase oder du musst auf einer Linie stehen oder du musst halt mal mit geschlossenen Augen was machen. Also erstmal will er einen Überblick sehen, wie ist überhaupt dein Gleichgewichtssinn aktuell auf den Stand. Dann untersucht er den Nervus vestibularis und guckt, ob dieser irgendwo ausgefallen ist. Auch das kann man mit Prüfungen machen. Was man zum Beispiel machen kann, das machen die sehr oft, diese Hals-Nasen-Ohrenärzte, ist, man kann es einfach mal arbeiten mit einem bestimmten Druck, den man erzeugt. Man nimmt einfach Wasser, warmes oder kaltes, ist erstmal jetzt egal, und tut das über 30 bis 40 Sekunden, damit dein Ohr spülen. Was dann passiert, ist einfach durch, je nach Temperatur, kommt es jetzt hier zu einer Abkühlung oder zu einer Erwärmung in den Bogengängen. Diese Endolymphe, ich habe ja schon mal im letzten Video darüber geredet, was im Innenohr einfach drin ist, aber das sind ja auch Endolymphe drin in den Bogengängen. Die kommen dazu, dass die das spüren, dass jetzt hier ein Temperaturunterschied passiert ist und die Dichte verändert sich und der Druck verändert sich. Das wiederum wird dann registriert von den kleinen Sinneszellen, die da drin sind. Und diese Erweiterung der Bogengänge, diese Ampullen, da ist es so, dass diese Druckunterschiede durch die Sinneszellen ja gemessen werden. Und wenn das so ist, löst das einen neuralen Impuls aus. Und dieser wird weitergeleitet vom Nervus vestibularis zu deinem Gehirn, zum Hirnstamm. Und da wird er weitergeleitet dann anschließend zum Augenmuskeln, Nerv und Kern. So, und dort setzt der Hals-Nasen-Ohrenarzt an. Er nimmt nämlich jetzt eine bestimmte Brille, setzt sie dir auf und schaut jetzt, ob deine Augen anfangen so zu zittern. Weil das müsste jetzt sein, wenn da eine bestimmte Veränderung drin ist und sich das eher negativ auf diese Ampullen gesetzt hat. Und das untersucht er, ob das das auslöst und ob damit sozusagen die Weiterleitung auch nicht mehr so ganz korrekt ist. Also eine Untersuchung, was er machen kann. Dann untersucht er definitiv noch dein Innenohr, er guckt dich also alles an, ist da alles an Ort und Stelle, gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten, Entzündungen, ist da irgendwo was drin, was nicht drin sein sollte, Bakterien, Viren und so weiter. Er guckt dich auf alle Fälle auch dein Hörsystem an, also er macht ein paar Hörtests, ob das noch stimmt. Denn wir wissen ja, der Nervus vestibularis, der Gleichgewichtsnerv, ist auch gleichzeitig ein Hörnerv, also er hat ja zwei Funktionen und auch da kann es sein, dass es das ausgefallen ist. Und dann geht er weiter und den Reflex zwischen Halswirbelsäule und Augen. Es gibt da einen vestibulokulären Reflex, bedeutet, deine Augen sind eigentlich an der gleichen Bewegung beteiligt wie deine Halswirbelsäule. Kommt also jetzt irgendwo ein Objekt angeflogen, müssen beide parallel zueinander funktionieren. Das ist also ein Reflex.
mache ich irgendwas mit meiner Halswirbelsäule, folgen meine Augen. Also meine Augenlänge ist nicht da und dann macht meine Halswirbelsäule das und ich gucke immer noch dahin. Das wird nicht passieren. Das kann man natürlich entkoppeln, aber er schaut dann einfach, ob, wenn bestimmte Dinge kommen, die von außen kommen und man bestimmte Dinge animiert, was das Gehirn machen soll, ob die beiden Augen und Halswirbelsäule miteinander laufen oder ob die Augen dann verzögert reagieren oder die Halswirbelsäule verzögert reagiert. Das sind so die Untersuchungen, die erstmal der Hals-Nasen-Ohrenarzt macht. Von Seiten der Physio kommt es jetzt darauf an, von dem Physiotherapeuten, inwieweit er geschult ist. Meine Untersuchungen sind immer auch Gleichgewichtsuntersuchungen. Ich untersuche halt auf beiden Seiten, damit ich immer einen Unterschied sehe und gucke, ob das symmetrisch ist. Auf der rechten und auf der linken Seite den Gleichgewichtssystem durch einfach verschiedene Übungen, ob das ein Einbeinstand ist oder ob es ein Tandemstand ist. Ich mache auch Übungen viel mit geschlossenen Augen, wo die Patienten dann einfach mal laufen müssen über eine bestimmte Strecke und ich dann einfach mitgehe und gucke, ob sie irgendwo hintendieren. Es gibt Übungen, wo man sie zum Beispiel hinstellen kann mit geschlossenen Augen und dann müssen sie Übungen machen mit ihrem Bein. Dann schaut man, zu wie viel Grad haben sie sich wohin gedreht. Oder auch das Rückwärtslaufen ist ein Indiz, also wie stark ist das Gleichgewichtssystem hier schon verankert. Ist es auf beiden Seiten jetzt hier ein Problem oder einseitig? Und ich untersuche auch das Hören mit verschiedenen Tests, habe auch da so ein Instrument, das man ansetzt, wo man dann guckt, ob das über den Knochen noch weitergeleitet wird oder ob das halt auch gehört wird, das Geräusch. Also da gibt es dann Methoden. Und ich untersuche noch die Halswirbelsäule, den Kiefer und die Augen. Das ist das Wichtigste. Also bei den Augen gucke ich mir an, wie weit können die folgen, sind die symmetrisch, können die auch in der Akkommodieren nennt man das, also können die sich anpassen oder auch weiten, je nachdem, was halt auf sie zukommt. In der Halswirbelsäule gibt es da Blockaden, geht es zu einer Seite nicht so gut und natürlich im Kiefersystem ist da auch alles flüssig oder gibt es da Probleme in den Bewegungen. Und dann hat man schon eine sehr gute Aussage. Und wenn ich das gemacht habe, dann gucke ich mir speziell den Nerv an, Nervus vestibularis, durch die Untersuchungen am Schädel. Denn die ganzen Hirnnerven gehen ja einmal durch den Schädel. Und man kann dann schon gucken, ob die Schädelknochen, wo er durchläuft, ob die zum Beispiel sehr fest sind. Also es gibt ja auch noch andere Nerven, die dann parallel laufen. Auch die werden von mir angeschaut, ob es da ihre Probleme gibt, ob dann sozusagen ist, dass zu wenig Platz ist und der eine Nerv irritiert den anderen Nerv. Auch das ist eine Möglichkeit. Aber das sind jetzt mal so die Testungen, die ich mache. Dauert jetzt auch nicht ewig, obwohl es so klingt. Aber man hat das dann auch eine Stunde alles mal durch und hat dann wirklich eine gute Aussage, wo man am Anfang jetzt mal beginnen kann mit einem Patienten, der Schwindel hat. Falls du Fragen hast, dann bitte gerne schreib hinein, schreib in die Kommentare, ob du schon mal Schwindel gehabt hast, wie es dir damit gegangen ist und was eigentlich denn geholfen hat. Das hilft auch manchmal anderen Leuten, die hier reinschauen. Das ist echt super. Wir freuen uns, wenn du einfach den Daumen hoch gibst für dieses Video. Dabei bist wieder bei einem der nächsten. Wir hauen die immer raus, mittwochs und sonntags. Also darfst du dich da sehr freuen und darfst auch die Beitragsbenachrichtigungsglocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.